Herzlich willkommen zum Seminar Grundlagen der Netzwerktechnik. Mein Name ist Ronald Schlager, ich bin der Trainer für dieses Seminar. Ich darf Ihnen nun die einzelnen Komponenten vorstellen oder Netzwerkelemente, die man braucht, um lokale Netze zu implementieren. Wir kommen nun zu den Komponenten, aus denen Netzwerke bestehen. Wir haben einerseits passive Komponenten, das sind Komponenten, die keinen Strom brauchen. Und aktive Komponenten, die Elektronik eingebaut haben, mit Strom versorgt werden müssen. Zu den aktiven Netzwerkkomponenten zähle ich alle die hier angeführten Komponenten, sei es jetzt eine Netzwerkkarte, Hubsysteme, Signalverstärker, Bridges, Switches, Router, Gateways, aber genauso gut auch Access Points fürs Wireless LAN oder auch die Serversysteme oder Managementsysteme, die man benötigt, um ein Netzwerk betreiben zu können. Bei den passiven Komponenten haben wir hier speziell die Verteilerschränke. In diese Verteilerschränke kann ich sowohl aktive als auch passive Komponenten aufnehmen, wie beispielsweise Patchfilter, wo eben dann praktisch über diese Patchfilter die Endgerätekabel oder Kabel für die Verbindung zwischen den Stockwerksverteilern angeschlossen werden und dann auch entsprechende Rangierkabel eingesetzt werden oder Patchkabel, die dann Verbindungen zwischen verschiedenen Kabelstücken realisieren oder auch Kabelstücke mit aktiven Netzwerkports von aktiven Netzwerkkomponenten verbinden. Die Patch-Kabel sind also diese flexiblen Kabel, die man braucht, um diese Steckverbindungen herzustellen. Und wir haben natürlich auch die entsprechende Kabelinfrastruktur, sowohl was die Bergkabel betrifft, als auch die Lichtfernleiter. In Endgeräten, egal ob jetzt ein Serversystem oder ein Client, sind entweder die Netzwerkports fix implementiert oder aber sie müssen über eine Netzwerkkarte erst einmal dort implementiert werden. Die Netzwerkkarte legt praktisch fest, mit welchen Medienzugangsverfahren ein Endgerät über das physikalische Netz kommuniziert. In der Netzwerkkarte, in den Chips der Netzwerkkarte, ist zum Beispiel auch die Hardwareadresse einprogrammiert. Die Netzwerkkarte legt letztlich auch fest, oder das physikalische Port eines Computers legt fest, mit welcher Geschwindigkeit, mit welcher Übertragungsgeschwindigkeit, über welches Medium eine Kommunikation mit anderen Geräten stattfinden kann. Die Hub-Systeme sind die aktiven Netzwerkkomponenten, die für die Übertragung von Signalen zwischen einzelnen Geräten zuständig sind. Wobei die Bezeichnung Hub nichts darüber aussagt, welche Art von aktiver Funktionalität in dem Gerät eingebaut ist. Ob es sich hier also um einen Repeater handelt, also einen Signalverstärker, oder um ein intelligentes Switch-System oder einen Router. Die Bezeichnung Hub sagt lediglich, auf Deutsch übersetzt aus, dass es der zentrale Punkt ist, der Radnabe, wenn man so möchte, von der aus die Speichen weggehen zur Felge, beziehungsweise in unserem Netz ergeben, die Kabel weggehen zu den einzelnen Endgeräten, die rundherum angeordnet sind. Diese Hub-Produkte oder Hub-Systeme sind sozusagen die Basis für den Aufbau einer strukturierten Verkabelungslösung. Achten Sie bitte bei den Datenblättern ganz genau darauf, dass beschrieben wird, welche Funktionalität in solchen Hub-Systemen tatsächlich eingebaut ist. In der Vergangenheit haben einzelne Hersteller den Begriff Hub als Bezeichnung verwendet für unintelligente Signalverstärker. Das ist aber an sich nicht so, dass es generell so gilt, sondern das kann sehr stark zur Verwirrung beitragen. Daher habe ich versucht, Ihnen eine allgemeine Erklärung zu liefern, was ein Hub-System allgemein ist. Und bitte achten Sie darauf, wenn Sie mit Hub-Systemen zu tun haben, dass Sie sich genau durchsehen, was in der Beschreibung steht, welche Art von aktiver Funktionalität in diesem Hub-System tatsächlich implementiert ist. Denn häufig sind diese Systeme heute Switches. Was macht ein Repeater? Ein Repeater ist ein Element, das gezielt Daten, die von einer Station empfangen werden, an alle anderen verfügbaren Ports wieder aussendet, regeneriert und wieder aussendet. Das bedeutet, es werden alle Dateneinheiten, die ein Absender versendet, sofort und ohne große Verzögerung, sofort auf allen verfügbaren anderen Ports wieder versendet. Mit einem Repeater kann immer eine Station aktiv Daten senden. Alle anderen Geräte, die im gleichen Repeater oder am Repeaterverbund angeschlossen sind, müssen warten, bis sie dann wieder ihrerseits Daten senden können. Das heißt, ein Repeater ist ein Signalverstärker und verteilt das Signal an alle Geräte.
Der Vorteil ist, er ist leicht implementierbar, einfach, kostengünstig, aber der Nachteil ist, er ist unintelligent. Er leitet eben alle Daten einfach eins zu eins überall hin weiter, ohne zu wissen, wohin die Daten wirklich gehören. Wie funktioniert die Datenübertragung in einem lokalen Netzwerk? Wir haben hier ein Beispiel mit vier verschiedenen Repeatern, die über Lichtwellenleiter gekoppelt sind. Wir haben dazu dann die Twisted-Pair-Verbindungen zu den Endgeräten, egal ob Clients oder Server. Und wir haben hier eine Struktur, die praktisch nur für die Übertragung von 10 Megabit pro Sekunde Datenübertragungsgeschwindigkeit in Ethernet-Netzen funktioniert. Es gibt hier bestimmte Konfigurationsregeln, die diese Form der Konfiguration für höhere Geschwindigkeiten nicht erlauben. Daher gilt hier die Regel nur für 10 Megabit pro Sekunde. Nun nehmen wir an, wir haben einen Sender, der ein Signal versenden möchte. In diesem Augenblick horcht die Station, ob das Medium frei ist. Sie stellt fest, das Medium ist frei und der Sender beginnt mit dem Aussenden seiner Daten. Das heißt, das Signal läuft nun über die Leitung zum ersten Repeater. Der Repeater synchronisiert sich mit diesem Signal und versucht nun ein Duplikat mit entsprechend guter Qualität auf allen anderen verfügbaren Ports weiterzuleiten. Das macht er auch. Wir sehen hier, das Signal läuft zum zweiten Teilnehmer, läuft über die Lichtwellenleiterstrecke als Lichtimpulse zum nächsten Repeater. Dieser Repeater muss sich wiederum mit dem Signal synchronisieren und kann nun seinerseits das Signal in Form wieder von elektrischen Signalen weiterleiten oder optischen Signalen weiterleiten an Endgeräte oder andere Repeater. Das geht dann so weiter, dass praktisch irgendwann einmal auch alle anderen Zweige des Netzes komplett mit dem Signal geflutet werden. Erst ab diesem Zeitpunkt kann es keine Kollision mehr geben mit anderen Geräten oder mit anderen Signalen anderer Geräte. Denn erst ab diesem Zeitpunkt hat er letztlich auch die letzte Station in dem letzten Winkel erfahren, dass ein Signal auf der Leitung ist. Wäre in einem Zeitpunkt dazwischen, wo das Signal sich erst ausbreitet, die rechte obere Station auf die Idee gekommen und wollte auch Daten aussenden und das Medium als leer erkannt, dann hätte sie ebenfalls mit dem Sendevorgang begonnen. Die Signale dieser Station plus die Signale der anderen Station hätten dann irgendwann einmal sich gegenseitig überlagert. Es wäre zu einer Kollision gekommen und das hätte letztlich dazu geführt, dass sich die Signale so stark verändern, dass niemand mehr in der Lage wäre, diese Signale sinnvoll zu verstehen und einzulesen. Daher muss man verhindern, dass Kollisionen überhaupt einmal auftreten. Oder wenn sie auftreten, dass sie rasch erkannt und entsprechend auch behoben werden können. Bei über Repeater gekoppelten Netzen tritt sehr häufig das Problem auf, dass immer mehr Geräte immer weniger Daten übertragen können. Denn es kommt immer häufiger zu Kollisionen, die verhindern, dass Benutzerdaten übertragen werden können. Aus diesem Grund hat man schon rasch Brücken entwickelt. Eine Brücke oder eine Bridge ist ein Element, das einzelne physikalische Netzwerke verbinden kann und nur jene Daten überträgt, die tatsächlich auf das andere physikalische Netz übertragen werden müssen. Das geschieht über die Erkennung der Hardware-Adresse des Zielsystems, das in einer Dateneinheit mitgeschickt wird. Die Brücken sind also in der Lage, physikalische Netze zu verbinden. Sie können aber auch Übertragungsfehler erkennen, denn sie überprüfen die Prüfbits der einzelnen Dateneinheiten, die übertragen werden über das physikalische Netz. Wird ein Übertragungsfehler erkannt, wird der Datenblock verworfen. Das heißt, es werden nur jene fehlerfreien Daten in das Zielnetzwerk übertragen, die auch dort wirklich hingehören. Das heißt, Brücken sind in der Lage, Fehler zu isolieren. Ob die Brücken schnell genug sind, um auch Echtzeitkommunikation zu ermöglichen, ist abhängig von der Implementierung. In vielen Fällen sind die Brücken softwarebasierende Lösungen, die relativ langsam sind. Das heißt, sie werden nicht in der Lage sein, in Echtzeit Übertragungen zu ermöglichen. Das heißt, sie sind zu langsam. Sie werden daher auch immer seltener eingesetzt, weil immer häufiger Multimedia-Kommunikation in lokalen Netzen zu übertragen ist. Und manchmal sind sie auch nur herstellerspezifisch implementiert, das heißt, sie erlauben nur die Übertragung von Daten zwischen gleichartigen Geräten und Systemen. Anders schaut das aus bei Switches. Ein Switch ist ein intelligentes System, das in der Lage ist, Daten ganz gezielt von einem Port eines Anwenders zu einem anderen Port eines anderen Anwenders zu übertragen. Der Switch verbindet also einzelne Netzwerksegmente, speziell meistens Ethernet-Segmente.
und er ermöglicht die gezielte Übertragung von Daten zwischen den einzelnen Geräten. Die Übertragung ist außerdem sehr schnell. Warum? Denn die Logik des Switches ist zu Großteil in Hardware implementiert. Das macht den Switch sehr, sehr schnell. Das ist im Vergleich zu einer Brücke um einiges schneller. Er kann aber trotzdem weiterhin wie die Brücke auch Fehler isolieren und unterscheidet sich außer in der Geschwindigkeit und den weiteren intelligenten Funktionalitäten in der Basisfunktionalität nicht von den Brücken. Außer dass er eventuell nur eben Netzwerksegmente mit dem gleichen Medienzugangsverfahren verbinden kann, was die Brücke eben nicht nur, sondern auch beherrscht. Die Brücke kann auch Netzwerksegmente mit unterschiedlichen physikalischen Übertragungsverfahren verbinden. Das kann der Switch normal nicht. Und der Switch ist eher echtzeitfähig als eine Brücke, weil er schneller ist. Der Nachteil ist die Komplexität des Switches. Ein Switch kann sehr kompliziert zu konfigurieren sein. Das macht den Switch auch entsprechend teuer, denn viele Funktionalitäten sind dort implementiert. Wo wird ein Switch eingesetzt? Überall dort, wo innerhalb eines lokalen Netzes ein Datenaustausch zwischen Endgeräten stattfinden soll. Der Switch hat außerdem die Möglichkeit, dass sogenannte virtuelle Netze gebildet werden können. Ein virtuelles Netz ist praktisch eine Gruppierung von Geräten, die berechtigt sind, untereinander Daten auszutauschen. Ich kann also eine ganze Reihe von einzelnen virtuellen Netzwerkgruppen bilden, wo innerhalb des virtuellen LANs immer nur jene Stationen zusammenarbeiten dürfen, die zum Mitglied des gleichen VLANs sind. Die Teilnehmer von unterschiedlichen VLANs können sich gegenseitig nicht Daten schicken. Sie benötigen dazu weitere Komponenten, die den Datentransport von einem VLAN zum anderen durchführen können. Das sind die sogenannten Router, die das ermöglichen. Ein Router ist praktisch reduziert auf die Kopplung von lokalen Netzen bzw. auf die Kopplung von lokalen Netzen mit Weitverkehrsnetzen, um über Weitverkehrsstrecken Daten an andere Standorte weiterzuleiten. Der Router hat einfache Funktionalitäten, um beispielsweise Pakete zu analysieren und unerlaubte Pakete zu filtern, aber kann nicht in den Datenteil eines Paketes hineinschauen. Was macht der Router konkret? Das erkläre ich gleich danach. Wie zuvor schon erklärt, verbindet der Router logische Netze. Die logischen Netze werden alle über eine eigene Kennung eindeutig identifiziert und der Router hat die Möglichkeit, eine Wegentscheidung zu treffen. Darum heißt er ja auch Router, weil die Route, der Weg, eben ausgewählt wird vom Router, um Datenpakete gezielt von einem Netz zu einem anderen weiterzuleiten. Der Router erlaubt einerseits die Übertragung zwischen logischen Netzen allgemein und natürlich speziell auch die Übertragung von Daten zwischen einzelnen Firmenstandorten oder Anwendern, die sehr weit voneinander entfernt sitzen und miteinander kommunizieren wollen. Wichtig ist, dass der Router sehr intelligent ist und daher auch komplex zu konfigurieren ist. Je nachdem, wie er implementiert ist, kann der Router eventuell schneller oder langsamer sein. Hat er mehr Funktionalitäten in der Softwarelogik eingebaut, dann wird er langsamer. Hat er mehr Funktionalitäten in der Hardware eingebaut, dann wird er schneller. Und kann genauso schnell sein wie ein Switch. Wie wird ein Router eingesetzt? Das Beispiel. Hier haben wir ein Firmennetzwerk mit lokalem Netzwerkserver, Clients dazu, die miteinander kommunizieren auf kurzem Wege, aber auch dann wiederum eine Kommunikation haben wollen über das Firmennetz zum Internet. Dann hat der Router die Aufgabe, hier die entsprechende Verbindung zwischen den beiden Welten herzustellen. Er kann also hier die Datenpakete entsprechend übertragen und kann auch hier entsprechende Kontrollen durchführen, welche Datenpakete übertragen werden dürfen und welche nicht. Kann eventuell sogar Daten verschlüsseln, die vertraulich übertragen werden müssen und dergleichen mehr. Also ist es auch ein Sicherheitselement, nicht nur ein Element, das Wegeentscheidungen trifft. Ein weiteres Element eines Netzwerks wäre ein Gateway. Ein Gateway verbindet Elemente, die an sich nicht miteinander kompatibel kommunizieren könnten, weil sie unterschiedliche Sprachen sprechen, zum Beispiel. Ein Gateway kann Protokolle übersetzen.
Er kann die Signalisierung, die Verbindungssteuerung übersetzen von einer Welt in eine andere Welt, zum Beispiel bei Voice-over-IP von der Telefoniewelt, des Festnetzes oder von Mobilfunknetzen auf die Welt des Voice-over-IP-Systems. Es kann verschiedene Übertragungsverfahren von Faxdatenübertragungen zum Beispiel übersetzen. Das sind so typische Aufgaben, die ein Gateway übernehmen kann. Ein Access Point ist ein System, das ich verwende, um ein Wireless LAN zu implementieren. Ich habe über den Access Point die Möglichkeit, mobile Geräte zu vernetzen, sodass die untereinander über den Access Point Daten austauschen können. Falls der Access Point auch noch einen LAN-Anschluss besitzt, ermögliche ich damit, dass dieser Access Point auch mobile Anwender integriert in ein Firmennetzwerk. Die mobilen Anwender haben über den Access Point die Möglichkeit, ihre Daten und ihre Datenabfragen in das Firmennetz hineinzuschicken, um eben einen bestimmten Server zu erreichen, wo bestimmte Datenbestände zu finden sind oder wo sie Daten abspeichern wollen oder wo bestimmte Applikationen laufen, mit denen sie arbeiten wollen. Eine Spezialform wäre ein Access Point für einen Internetzugang, wo praktisch Internet Service Provider Mobilfunkzugänge zum öffentlichen Internet über Access Points realisieren. Die Übertragungsgeschwindigkeiten in den Funkzellen, die über diese Access Points betrieben werden, liegen in der Größenordnung von 1 Megabit pro Sekunde bis zu 10 Gigabit pro Sekunde und mehr. Das hängt dann von der Lösung ab, von der Anzahl der Teilnehmer, die sich die Funkzelle teilen müssen, von den Distanzen zwischen den Teilnehmern und dem Access Point und dergleichen mehr, wie große Datenmengen tatsächlich sind, die von Anwendern über das Wireless LAN ausgetauscht werden können. Ein Server ist dann ein spezifisches Element, das Dienstleistungen für Endanwender zur Verfügung stellt. Das können verschiedene Dienste sein. Es kann sein, dass Zentraldaten verwaltet werden, die von den Endanwendern genutzt werden. Es kann sein, dass Druckaufträge dorthin gesendet werden, die dann von dem Server lokal abgehandelt werden. Das heißt, ein angeschlossener Drucker an diesem Server bekommt dann die Druckaufträge zugeschickt und muss dann die entsprechenden Drucke dann auch ausgeben. Es kann auch sein, dass Applikationen auf einem solchen Server laufen. Das heißt, die Anwender haben nur die lokale Datenein- und Ausgabe auf ihrem Computer mit Tastatur, Maus und Monitor, aber nutzen die Anwendungsprogramme, die auf den zentralen Servern laufen. Das heißt, Server sind also sehr wichtige Elemente in heutigen IT-Systemen und IT-Lösungen. Und zu guter Letzt haben wir noch die Netzwerkmanagementsysteme, die dazu dienen, eine Lösung zu verwalten. Die Managementsysteme haben die Möglichkeit, einerseits Fehler zu analysieren und einzugrenzen, helfen also bei der Fehlersuche und bei der Behebung. Sie haben die Möglichkeit, dass zum Beispiel Konfigurationsdaten verwaltet werden können, dass man auch Geräte verwalten kann von der Ferne, dass man beispielsweise auch Performance-Analysen durchführen kann. Das heißt, man kann feststellen, wo es Engpässe gibt bei den Datenübertragungsmengen, die zu übertragen sind im Netzwerk. Man kann feststellen, ob Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden im Netzwerk oder ob bestimmte Verletzungen aufgetreten sind, ob es bestimmte Kosten gibt, die angefallen sind im Datennetz, die man Endanwendern auch verrechnen kann. Das sind alles Funktionalitäten, die von Managementsystemen unterstützt werden können. Welche Funktionalität tatsächlich implementiert ist, hängt dann von der Lösung ab und ist nicht eindeutig klar über den Begriff Netzwerkmanagementsystem eruierbar.